34. Spieltag und damit letzter Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison. Und was ist das für ein Finale? In 6 von 9 Partien geht es noch um etwas. Super spannend ist es um die internationalen Plätze, um die Champions League und um die Euro League. Aber, und alle Fußballfans wissen das, eigentlich ist die Meisterschaft schon entschieden und der Abstiegskampf ist am letzten Spieltag noch richtig spannend. In dieser Saison haben wir es einmal andersrum. Alle Abstiegsplätze sind schon vergeben, auch der Relegationsplatz. Aber die deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ist noch offen. Wir haben 9 super spannende Partien, viele Entscheidungen. Zeit für uns, auf den 34. Spieltag zu schauen. Das ist das Vorschau- und Tippvideo. Wir haben viel Action an diesem Spieltag, also starten wir sofort ins Video. Let's go! Wer wird deutscher Meister, ist wohl an diesem Spieltag die spannende Frage. Also, schreibt in die Comment Section, was ihr denkt, down below, wer deutscher Meister wird. Ich bin gespannt, was ihr meint. Mein Favorit werdet ihr später durch meine Tipps natürlich sehen. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert seid, wenn ihr noch nicht Teil der OSG-Crew seid, drückt jetzt schnell auf den Subscribe-Button, damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Ich würde mich natürlich freuen. Wie gesagt, wenn ihr zahlreich kommentiert und auch das Video liked. Jetzt starten wir mit der ersten Partie direkt ins Video rein. Let's go! Das Tolle an diesen letzten Spieltagen ist natürlich immer, dass alle Mannschaften gleichzeitig spielen. Das heißt, wir haben gleiche Anstoßzeiten, Samstag 15:30 Uhr. Und das erste Spiel, das wir haben, ist Hertha BSC Berlin gegen Bayer Leverkusen und hier ist natürlich der Fokus auf Bayer Leverkusen, dafür Hertha BSC Berlin die Saison im Endeffekt schon gelaufen ist. Jetzt geht es nur noch darum, die Fans noch einmal mit einem letzten Heimspiel ordentlich zu verabschieden. Ganz anders ist die Situation für Bayer Leverkusen. Da haben wir das direkte Duell mit Borussia Mönchengladbach. Punktgleich vor diesem letzten Spieltag ist die Partie unfassbar wichtig, um nächstes Jahr eben nicht in der Euroleague zu spielen, sondern sogar einen Champions League Platz zu haben. Laut der Tendenz und laut der Form der letzten Wochen klappt das für Bayer Leverkusen auch. Ich bin der Meinung, dass sie 3:0 gewinnen werden und gleichzeitig der Tipp kommt später noch, glaube ich, dass Borussia Mönchengladbach im Duell der Borussias gegen Borussia Dortmund nicht gewinnen wird. Das heißt, am Ende wird bei mir Bayer Leverkusen Vierter in dieser Saison mit einem souveränen Auswärtssieg 3:0 bei Hertha BSC Berlin. Nächste Partie und eine für beide Teams unfassbar wichtige. Die beiden Borussias treffen aufeinander. Das Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Und zum einen geht es um die Champions League Qualifikation für Borussia Mönchengladbach. Die hat der Gegner Borussia Dortmund bereits geschafft. Aber für die geht es natürlich um den Meistertitel im Fernduell mit dem FC Bayern München. Und ich sage, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht und damit verpassen beide Mannschaften ihr Ziel. Borussia Mönchengladbach wird am Ende nur Fünfter hinter Bayer Leverkusen, qualifiziert sich für die Euroleague und Borussia Dortmund verpasst die Chance, Druck auf den FC Bayern München zu machen, beziehungsweise an diesen vorbeizuziehen. In meinen späteren Tipps werdet ihr sehen, dass es eventuell möglich gewesen wäre, mit einem Sieg Meister zu werden. Am Ende trennen sich beide Mannschaften in einem spektakulären Spiel 2:2 und verpassen jedoch beide ihr Ziel am letzten Spieltag. Die eine Mannschaft steht schon als eine der Überraschungen der Saison fest, die andere steht schon seit letzter Woche als sicherer Absteiger fest. Die Rede ist von der Partie Fortuna Düsseldorf als Überraschung der Saison gegen Hannover 96 als eine der beiden Absteiger. Es geht nochmal darum, für beide Mannschaften sich natürlich von ihren Fans gebührend in die nächste Saison zu verabschieden. Bei Hannover 96 muss man sehen, wie es mit dem Trainer Thomas Doll weitergeht. Diese Partie liefert auf jeden Fall keinen
Bewerbungsmaterial für die nächste Zweitligasaison, dass man den Vertrag aufrechterhält. Fortuna Düsseldorf hingegen mit einer sensationell starken Saison, die, glaube ich, keiner erwartet hätte. Und diese wird am letzten Spieltag mit einem souveränen 3:0 Heimsieg noch gekrönt. Wie bei der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 geht es auch in der Partie von meinem SC Freiburg gegen den 1. FC Nürnberg darum, sich von den eigenen Fans noch einmal ordentlich zu verabschieden. Nürnberg steht als Absteiger fest. Freiburg hat zum Glück die Klasse gehalten, auch wenn es in den letzten Partien nicht so danach aussah. Freiburg ist in Europas Top-Ligen in den letzten 5 Spielen ligaübergreifend das schwächste Team in ganz Europa. Und so heißt es, das letzte Spiel, das letzte Heimspiel der Saison nochmal zu nutzen, um die Fans ja gnädig zu stimmen und gleichzeitig vor Augsburg und Schalke zu bleiben. Und da Nürnberg keine Motivation mehr hat, bin ich der Meinung, Freiburg sowieso heimstärker als auswärtsstärker, dass das auch gelingt und Freiburg sich an diesem letzten Spieltag noch einmal 3 Punkte holt und im Endeffekt 3:2 gegen Nürnberg durchsetzt. Für Nürnberg ist es der 9. Abstieg, der Rekordabstieg. Aber ich bin mir sicher und ich glaube, ihr seht das genauso. Wir werden Nürnberg auch diesmal wieder als Aufsteiger begrüßen dürfen und sie werden bald in der Bundesliga zurück sein. Ihr seid natürlich gerne auch wieder angehalten, in der Comment Section eure Tipps für eure Lieblingsmannschaft zu schreiben. Lasst mich wissen, was ihr denkt an diesem letzten Spieltag, wie sich eure Mannschaft aus der Liga verabschiedet. Wie wird sich Hoffenheim verabschieden und damit auch Julian Nagelsmann von seiner TSG? Das ist die Frage. Theoretisch ist noch die Chance da, die Saison gut ausklingen zu lassen mit einem Sieg der TSG bei Mainz 05 und gleichzeitig einer Niederlage von Eintracht Frankfurt bei Bayern München. Ich glaube, dass dieser Sieg von Hoffenheim auf jeden Fall schon mal zutrifft, dass zumindest die theoretische Chance besteht. Ich sage, Hoffenheim gewinnt 1:4 bei Mainz 05. Für die die Saison zu Ende ist, für die die Saison in ihren Maßstäben, mit ihren Möglichkeiten sehr erfolgreich gelaufen ist. An diesem letzten Spieltag setzt es allerdings nochmal eine Heimniederlage und so gewinnt Hoffenheim noch einmal 4:1 in Mainz. Bei der Partie Werder Bremen gegen RB Leipzig trifft eine der stärksten Rückrundenmannschaften und die beste Defensive der Liga, RB Leipzig, auf Werder Bremen, die in den letzten Spielen die Chance auf Europa leider verspielt haben. Es geht nochmal darum, ja, eine eigentlich gute Saison betrachtet man, die letzten Saisons von Werder Bremen zu einem guten Ende zu bringen. Ich glaube, auch wenn RB Leipzig jetzt die beste Defensive der Liga ist, dass aufgrund ja der Situation, dass kein Druck mehr da ist, es ein richtiges Torfestival wird und ich glaube auch aufgrund der Tatsache, dass Werder Bremen in jedem seiner Heimspiele ein Tor geschossen hat, dass es ein 3:3 wird und ein richtiges Torspektakel in diesem Spiel. Eine Mannschaft ist froh, dass diese Horrorsaison vorbei ist, Schalke 04. Die andere Mannschaft konzentriert sich vermutlich schon auf die Relegation VfB Stuttgart. Und so wird diese Partie ein eher müder Kick. Beide Mannschaften haben keinen großen Grund, jetzt wahnsinnig viel in diese Partie zu investieren. Im Endeffekt wird sich noch einmal Schalke 04, die diese Saison sehr, sehr heimschwach waren, ordentlich von den Fans verabschieden und zumindest am letzten Spieltag noch einen 2:0 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart einfahren. Diese gehen jedoch relativ gestärkt in die Relegation, sodass ich denke, dass wir beide Mannschaften nächste Saison in der Bundesliga wiedersehen. Bruno Labbadia und der VfL Wolfsburg noch mit einer Außenseiterchance auf Europa. Angenommen, Eintracht Frankfurt verliert seine Partie gegen den FC Bayern München und der VfL Wolfsburg gewinnt sein Heimspiel gegen den FC Augsburg, qualifizieren sich die Wölfe noch für die Euroleague. Ich sage, in diesem Spiel setzt es nochmal einen Heimsieg für den VfL Wolfsburg, ein souveränes 4:0 für Augsburger, die gerettet sind, die froh sind, dass die Saison zu Ende ist, dass sie auch in der nächsten Saison 2019-2020 für die Bundesliga planen können. In dieser letzten Partie wird sich Bruno Labbadia super von den VfL-Fans verabschieden und der FC Augsburg ist froh, dass es einfach in die nächste Saison geht und dass es wieder heißt Bundesliga in Augsburg.
haben wir die Konstellation im Blick, dass der VfL Wolfsburg gewinnen kann, um auf Platz 6 zu kommen. Und wenn Eintracht Frankfurt gegen Bayern München bei Bayern München verliert, wenn sie nicht einen Punkt holen und damit aus diesen Euroleague-Plätzen rausfallen, ist diese Partie wahnsinnig spannend und es ist wahnsinnig viel Druck drauf. Eintracht Frankfurt, das haben sie diese Saison gezeigt, gegen Inter Mailand, gegen wen auch immer, gegen richtig gute Mannschaften, zuletzt auch gegen Chelsea, haben definitiv diese Saison die Qualität, auch richtig gute Mannschaften und damit auch den FC Bayern München zu ärgern, unentschieden zu spielen oder sogar zu gewinnen. Mein Tipp für diese Partie ist es, dass Eintracht Frankfurt 1:1 in München spielen wird. Damit passiert Folgendes. Frankfurt qualifiziert sich vor Wolfsburg durch das bessere Torverhältnis für die Europa League und schließt damit eine super Saison mit dem Europa League Halbfinale, auch noch mit der Qualifikation nächstes Jahr für Europa ab. Dadurch, dass Borussia Dortmund auch nur unentschieden spielt gegen Borussia Mönchengladbach, wird der FC Bayern München trotz Unentschieden am letzten Spieltag von Niko Kovac bei seiner alten Mannschaft deutscher Meister. Eine spannende Saison geht damit zu Ende. Das war die Vorschau auf den 34. Spieltag. Am Sonntag kommt nochmal eine komplette Zusammenfassung des Spieltags. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei. Vergesst nicht zu subscriben zum Channel, um auch in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ich sehe euch bald wieder auf meinem Channel. Das war's für die Vorschau des 34. Spieltags. Mein Name ist Overskilled Gaming. Ich bin raus. See ya!